Hallo und willkommen zur zweiten Episode von Leviathan oder Leviathan. Oliver hat seine Kindheit hinter sich gelassen, die sehr ereignisreich war. Er hat den Mord seiner Mutter mitbekommen und wurde dann von dem Mörder adoptiert und möchte sich jetzt an ihm rächen, braucht aber Beweise dafür. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, möchte er ihn nicht töten, sondern wirklich dann halt ins Gefängnis stecken, dass er da schmoren soll. Und ein Beweisstück hat wohl Cale Domian, der Junge aus der Schulzeit, sein Schulfreund für ihn. Und dieser Hinweis ist ein Ring oder dieses Beweisstück. Und ich vermute den Ring der Mutter. Das ging schnell, Kumpel. Ich bin so schnell gerannt, wie ich konnte, Cale. Du weißt, wie wichtig es ist. 10 verdammte Jahre und kein Fortschritt mit dem Nachforschung. Mein Vormund ist auf freiem Fuß und jedem ist der Tod meiner Mutter egal, außer mir selbst. Und plötzlich rufst du an und sagst, du hast zum ersten Mal in all den Jahren einen Hinweis. Schneller, Cale, was hast du gefunden? Zeig es mir schnell. Sch, raste nicht aus, Kumpel. Ich habe heute meinem Vater im Büro geholfen. Er hat mir Zugang zu den alten Dokumenten gewährt und ich habe den Ring deiner Mutter gefunden. Während ich gewartet habe, habe ich ihn mir genauer angesehen. Ich sage mir, dieses Ding wird uns mehr verraten, als es auf den ersten Blick vielleicht aussieht. Hier, Kumpel, schau ihn dir an. Okay. Also auf jeden Fall ein Goldsteinchen sitzt da drin. Das könnte das Familienwappen sein. Oder eins dieser adligen Wappen. Wo habe ich einen Baum mit Goldmünzen gesehen. Es ist das Wappen der Orwoods. Cale, es ist das Wappen meines Vormunds. Genau. Das ist ja die, wo war das? Auf den Münzen war das, glaube ich, drauf. Diese ganzen Wappen der adligen Familien. Und das ist der Baum der Orwoods. Dir ist es auch aufgefallen? Das wirft nun die Frage auf, wo hat deine Mutter einen Ring herbekommen, der das Wappen der Orwoods trägt? Dann der Stein. Es ist ein Stück geschliffener Bernstein mit scharfen, glatten Ecken. Ich habe noch nie einen Bernstein gesehen, der so geformt war. War Bernstein der Lieblingsedelstein deiner Mutter? Sieht so aus. Okay, und wir haben eine Gravur VF. VF. Das ist das Siegel eines Juweliers, Cale. Denkst du, er weiß etwas? Es kommt mir so vertraut vor, ich habe es schon 100 Mal gesehen, aber wo? Du siehst ein wenig enttäuscht aus. Du hast vermutlich mehr Beweise erwartet. Und verdammt, du hast recht. Der Ring selbst weiß nicht, dass dein Vormund deine Mutter getötet hat. Cale. Alles, was ich tue, ist es, dich zu verärgern. Tut mir leid. Cale, nein. Dein Fund ist ein Wunder. Der Ring ist zwar kein Beweis, aber er wird uns zu mehr Hinweisen führen. Und du hast mich auf eine Spur geführt. Cale, du hast mir sehr geholfen. Vielen Dank. Cale bedroht. Grins. Yay, ich hab geholfen. Jetzt ist es dein Ring. Und nimm diese Dokumente. Es ist ein Dokument aus dem Büro. Darin steht, dass er... Darin steht, dass er Ring Sherry Red schon abgenommen wurde. Dass der Ring. Danke nochmal. Und dein Vater? Er hat nichts gesagt, dass du den Ring genommen hast? Vater weiß es nicht. Ich habe den Ring gestohlen und bin weggerannt. Mein Vater sucht vermutlich gerade nach mir. Ich hatte ihm versprochen, dass ich bis heute Abend einige Dokumente sortieren würde. Ich glaube, wir können ihn erstmal mustern. Also, dass wir den anschauen. Ich gucke mal. Oliver mustert Cale vorsichtig. Oliver bemerkt am Jackenaufschlag seiner Uniform ein kleines vergoldenes Abzeichen in Form eines Ringes mit 2 Lilien. Das soll, glaube ich... ist das... Was? Was ist damit? Oder meinst das... Vater, er ist wütend geworden, als ich mich geweigert habe, dieses dumme Ding an mein Kleid zu stecken.
an meine Kleidung gesteckt. Ich wurde gezwungen. Er sagt, dass jeder Büroarbeiter diese Identifizierungsabzeichen tragen sollte. Hat dein Vater wirklich deine Zukunft für dich bestimmt? Ja. Facepalm oder was? Traurig grinsen. Es ist ehrliche Arbeit. Da kann ich mich nicht beschweren. Andererseits ist es nicht schlecht, Zugang zum Büro zu haben. Zumindest haben wir den Ring, nicht wahr? Zumindest haben wir den Ring, nicht wahr, Mann? Ich schulde dir was. Wie kann ich dir das, was du für mich getan hast, zurückzahlen? Ich brauche nichts, Oliver. Danke. Ich dachte, du wolltest mich etwas fragen. Was jetzt? Was machen wir jetzt? Du hast recht, der Ring ist doch kein Beweis. Er trägt das Siegel eines Goldschmieds. Du musst ihn finden und ihn über diesen Ring befragen. Und Kumpel, vergiss dein Studium nicht. Du hast gesagt, dein Vormund hasst es, wenn du schwänzt. Das musst du mir nicht sagen, Cale. Ich brauche keinen zweiten Orwood in meinem Leben. Okay, okay. Ich gehe zum Unterricht. Denk dran, nach dem Unterricht musst du nach dem Juwelier suchen, der den Ring gemacht hat. Viel Glück. Motivierendes Grinsen. Ich kann nicht glauben, dass ich diesen Ring habe. 10 Jahre sind sinnlos vergangen, aber jetzt war es die ganze Warterei wert. Ja, mal schauen. Gargoyles, ach. Cale sagte, dass er es liebt, am Morgen hierher zu kommen und den Sonnenaufgang zu genießen, während er auf dem Rücken des Gargoyles sitzt. Okay. Ich glaube, tief im Inneren tut es ihm leid, dass er sein Studium an der Akademie beenden musste und im Büro arbeiten muss. Ich gerade mal. Gut, Blitze. Hinter den dicken, dichten, vorbeiziehenden Wolken ist der Umriss des Turms zu erkennen. Der Nebel, der ihn umgibt, hat sich fast aufgelöst und nur noch das Gewitter erinnert mich an die Dekade. Ah ja, das heißt, die ist so langsam im Abziehen. Ich bin immer noch von diesem Gebäude beeindruckt. Es ist so groß und scheint wie aus einer anderen Welt. Können wir mal gucken, da hatten wir noch was. Okay, das habe ich. Und das da? Oliver bemerkt, dass an der Seite der Statue ein Riss ist und darin etwas glänzt. Sieht aus, als wäre dieser Stein später eingesetzt worden. Ist in dieser Statue in Wirklichkeit ein Geheimversteck? Den Stein abbrechen. Oliver drückt seinen ganzen Körper an die Seite der Statue und versucht, den Stein abzubrechen. Ah! Ah! Ich kann nicht. Es sieht aus, als wäre dieser Stein später eingesetzt worden. In dieser Statue... ja, okay, das hatten wir gerade. Na gut, dann müssen wir wohl weggehen. Vielleicht brauchen wir da irgendeinen Gegenstand für. Was haben wir denn noch im Inventar? Wir haben unser Gold, das ist immerhin mittlerweile auf 31, sehr schön. 31 Goldmünzen, wir haben noch das Ritual-Tablett-Tafel, die wir benutzt haben für den Dämon, den Ring. Ich glaube nicht, dass ich den nochmal untersuchen muss, das haben wir eigentlich alles gemacht. Und wir haben hier ein Dokument, das kenne ich noch nicht. Ach so, ein Auszug aus dem Büro mit dem Siegel unter der großen ausweifenden Unterschrift eines Beauftragten. Wilbur. Ach ja, Wilbur, den Namen kenne ich doch aus einem anderen Spiel. Ich, Wilbur Domian, Beauftragter des Büros, war am 22. August um 10.17 Uhr am Sterbeort anwesend. Am Sterbeort. Das kann man so auch ausdrücken. Die folgenden Gegenstände wurden am Körper von Sherry Bartron, weiblich 29, gefunden. War noch voll jung. 38 Goldmünzen, eine offene Fiole, ein Wermutzweig und ein Ring. Ich frage mich, es hat ja nach Wermut auch gerochen, ob das vielleicht eine Art Schutz gewesen ist, der aber nicht funktioniert hat. Oder so irgendwas in der Richtung. Hier folgt eine Beschreibung des Geldes, der Fiole und des Wermuts. Das kann ich überspringen, ich bin nur an dem Ring interessiert. Mal sehen. Hier, gefunden. Ein breiter Ring, Größe E bis F, aus schwarzem Silber mit hochwertigen Gravuren. Er war geschliffen und mit einer klaren Lackierung bestrichen. Der Ring ist mit einem dunkelgelben Bernstein dekoriert. Im Inneren des Rings ist das Siegel des Meisterjuwelers eingeprägt. Inschrift, Widmungen, Signaturen oder jegliche andere Beschriftung im Inneren des Rings fehlen. Okay, Siegel. Ein getrockneter roter Siegelwachs mit dem eingeprägten Wappen des Büros. Unter dem Stempel sind zwei seidene schwarze Beerdigungsschleifen. So
Kennzeichnen Sie Dokumente, wenn es um den Tod von jemandem geht? Das Datum. Mutter ist im August 1578 verstorben und das Dokument bestätigt das. Die Unterschrift des Beauftragten. Wenn man sie sich lang genug anschaut, kann man den Namen Wilbur Domian erkennen. Ich nicht. Okay, damit haben wir alles mal im Inventar angeschaut. Und, da geht's runter. Hier können wir uns aber noch ein bisschen auf der Terrasse umgucken oder auf dem Dach. Es ist eine gigantische Statue, die aus einem einzigen Stück Granit gemeißelt wurde. Das sind Statuetten von gepanzerten Kriegern, die die Armeen der großen Familien darstellen. Man kann viele verschiedene Wappen auf ihnen erkennen. Gut, wir müssen ja zur Schule, beziehungsweise zur Uni oder so. Gehen wir mal hier runter. Kaugummiautomaten. Oh, gibt's sowas überhaupt noch? Müssen wir da nicht vielleicht erstmal Münzen einstecken? Okay, wir haben hier eine Flasche mit einem Stierkopf drauf. Das ist ein Krafttrank. Auf der Flasche steht der Preis 14 Goldmünzen. Okay. Die schöne Flasche ist herzförmig. Charismatrank, auch bekannt als Kuss X. Der Preis steht unter der Flasche. Auch 14 Goldmünzen. Das hier. Eine runde Flasche mit einem engen Hals. Die schwarze Flüssigkeit darin ist berühmt, der berühmte Trank des Intellekts. Der Preis steht unter der Flasche. Auch 14. Es ist ein alter zerkratzter Automat, der verschiedene Getränke verkauft. Es steht schon ewig in der Akademie. Dort sind drei kleine staubige Fenster, die verschiedene geformte Behälter mit Gebräu anzeigen. Wenn man einen Trank möchte, drückt man einfach auf den passenden Knopf und bezahlt 14 Goldmünzen. Wie viel haben wir nochmal? Irgendwas mit 31. Sie frage mich, ob ich mir da jetzt was kaufe, aber irgendwie. Ich habe nicht genug für alle drei. Und ich weiß noch nicht, ob ich überhaupt einen brauche. Kraft, Charisma und was war das letzte? Intellekt. Ich lasse es vielleicht erstmal. Ich hoffe, wir können dann wieder hierher kommen und das benutzen, wenn wir es brauchen. Ach, die gute Ruth. Oliver, du warst wieder auf dem Dach? Ja. Wortkarg wie immer, und was hast du gemacht? Sag mir nur nicht, dass du den Turm bewundert hast. Das werde ich dir nie abkaufen. Naja, ich habe einen alten Freund getroffen. Einen Freund? Oder vielleicht eine Freundin? Okay, ich werde dich nicht belästigen. Dann mal eben auf Blick aufs Telefon. Ich bin froh, dich zu sehen, Ruth. Gestern warst du so blass und traurig. Ich dachte, du würdest heute nicht kommen. Was ist passiert? Nichts, mir geht es gut, Oliver. Mach dir keine Sorgen um mich. Ruth. Okay. Um ehrlich zu sein, es ist etwas passiert. Etwas, das niemand hören sollte. Okay, denken wir noch nicht. Mitchell Rader. Sieh an, Frau Lautner höchstpersönlich weint sich an der Schulter eines Waisen aus. Tragisch. Fahr fort, Ruthie. Ich sollte es vielleicht doch eigentlich aussprechen. Ich werde es aufschreiben. Man hört nicht oft solche sentimentalen Geschichten. Mitchell, halt den Mund. Ich habe keine Geschichte und nenne mich nicht Ruthie. Das regt mich auf. Keine Geschichten? Warum heulst du dich dann bei ihm aus? Was sollte es denn niemand hören? Ich bin nicht bloß irgendein anderer. Wir sind beide adlig. Wir gehen dieselbe Klasse und sitzen im selben Boot. Verschwinde hier. Ich habe nicht um deine Anwesenheit gebeten. Da ist der Ausgang. Ruthie, ruhig.
Ist es das, was deine Familie tut? Schreien? Zähne. Dein Onkel Alvus schrie genauso, als der Blagenkönig ihn ausgeweidet hat. Was das für ein Anblick gewesen sein muss. Alvus Lautner ist tot? Also deswegen ist Ruth so traurig. Das wird's erklären. Mitchell, du herzloser Bastard. Jeder der fünf aus der oberen Ratskammer hätte geschickt werden können. Onkel hatte nur kein Glück bei der Auslosung. Lass mich Folgendes sagen, Ruthie. Die Lordners haben kein Glück mehr. Es gibt keinen Idioten in der Stadt, der deine verkommene kleine Familie jetzt noch in den Rat lassen würde. Wer hätte deinen Onkel? Wer hätte deinen Onkel überhaupt erst ausgewählt? Ich finde das Gesicht genial. Hier hast du einen gratis Ratschlag, Ruthie. Rede mit Daddy, wirf dich an seinen Hals und all das. Wenn er will, dass sein schlapper Hintern noch in der unteren Kammer bleibt, dann sollte er die Raiders wählen. Wenn nicht, dann sieh zu, wie der Rest der Lordner-Familie wie Albus aus dem Rat geworfen wird. Und dann? Dann wird man sich an die alten Beleidigungen erinnern und dein Klugscheißer-Papa, der ganze Rest deiner Familie, wird wie reife Pflaumen an den Bäumen hängen. Eine tolle Zukunft, was, Ruthie? Spürst du, wie sich die Schlinge zuzieht? Halt den Mund. Entschuldigung, das hab ich zu schnell geklickt. Sie zieht sich zu. Ich wusste es. Und du? Hast wohl den Schwanz eingezogen, mein kleiner Welpe? Bist schon von Mädchentränen und Rotz durchnässt? Du Waschlappen, Memme. Deine Vorfahren hätten keinen Dämonen jagen sollen. Sie hätten Böden in Bars und Bordellen wischen sollen. Arbeiten, die eines Veteran würdig sind. Edna, töte ihn. Oh ja, komm hier. Ah. Oliver, was ist los? Edna, töte ihn. Töte diesen Bastard. Weide ihn aus. Reiß ihm die Augen aus. Edna? Wo bist du, Edna? Warum? Schwachkopf. Warum zur Hölle schreist du? Was für eine Emma. Ja, bist du verrückte Trottel? Warum schreist du, Mitchell? Du hast ihm Angst gemacht. Warum schreit ihr alle so? Angst? Ruth, du hast dich gebeten, dich einzumischen. Immer redest du nur. Es wäre besser, wenn du stillbleiben würdest. Verzieh dich, Raider. Ha, gerne. Ich habe genug davon, mit Verrückten herumzuhängen. Mitchell geht. Mitchell ist so ein Idiot. Hör nicht auf ihn, okay? Du weißt, dass er nur eins im Sinn hat, eben die Laune zu ruinieren. Und er hat Erfolg. Obwohl ich mich sowieso schlecht fühle. Es tut weh, Oliver, seine eigene Familie auseinanderfallen zu sehen. Okay. Vielleicht erstmal umarmen. Oliver umarmt Ruth freundschaftlich. Oh, ein Kuss auf die Wange. Ich bekomme solche Umarmungen nicht genug. Oder Unterstützung. Weißt du, im Moment ist jeder zu Hause und am Durchdrehen, mich eingeschlossen. Es ist auch für Vater schwierig, obwohl er ein Mann ist. Er weiß sich zu kontrollieren. Und ich bin schwach. Ich breche zusammen. Er sieht es und versucht, mich zu verwöhnen, wie damals, als ich noch klein war. Er ist ein lustiger alter Mann. Er ist wirklich lustig und sehr nett. Ruths Vater, William Lautner, ist ein ziemlich gemeiner alter Mann. Okay. Seine Machenschaften im Rat und die hohen Bestechungsgelder für die richtigen Leute helfen den Lautner, an der Macht zu bleiben. Aber für Ruth ist er bloß ihr liebender Vater und ich behalte meine Abneigung ihm gegenüber besser für mich. Hey Oliver, hörst du mir zu? Ich wollte dir Vaters Geschenk zeigen. Schau, was er mir gestern gekauft hat. Schau mal. Oh,
Hübsch. Es ist eine große Brosche. Sie hat einen dicken grünlichen Stein, ist glatt geschliffen und in einem Rahmen aus Platinblättern. Unten an den Verzierungen ist ein Siegel mit den Initialen des Meister Julius VF. Na, was ein Zufall. Moment, VF? Oliver? Du hast seltsam geschaut, als du dir die Brosche angesehen hast. Was ist passiert? Ich würde gern wissen, wer diese Brosche gemacht hat. Frag nicht warum, es ist wichtig. Wichtig? Okay. Ich sag dir, was ich weiß. Der Juwelier ist ein alter Bekannter meines Vaters. Mein Vater ist seit seiner Kindheit mit ihm befreundet. Man sagt, dass er schon seit über 30 Jahren Schmuck macht. Überleg mal. Aber du kennst seinen Namen nicht. Denkst du, du kannst mir sagen, wo ich ihn finden kann? Tut mir leid, das kann ich nicht. Ich werde Vater auch nicht fragen. Er ist im Moment nicht dazu in der Lage. Ich hatte schon gehofft, dass ich über Ruth mehr über diesen Juwelier herausfinden könnte. Das wäre zu einfach gewesen. Hey, hast du gesehen? Professor Grace ist gerade ins Klassenzimmer gegangen und er sah stinksauer aus. Kommt schon, lass uns zum Unterricht gehen. Er fängt gleich an. Okay, ich denke, hier ist mal wieder eine gute Stelle, um eine Pause einzulegen. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn Episode 2 dieser leicht verrückten und abgedrehten Geschichte weitergeht.